Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Squad-Builder-Challenge auf meinem Kanal. Ihr seht, es ist aktuell Jahr des Hahnes. Hatte ich ja schon angekündigt, dass es dazu auch was kommen wird. Und die haben jetzt auch dazu eine Squad-Building-Challenge rausgehauen. Die Top-Partien habe ich auch schon gestern gemacht. Die habe ich im Stream gemacht. Die Leute, die dabei waren, die wissen das. Wer es verpasst hat, kann sich es gerne nochmal anschauen. Der Stream ist auch hochgeladen. So, ich würde sagen, wir reden hier gar nicht lange rum. Ich zeige euch, wie ich das gebaut habe. Wichtig ist hier, ihr müsst entweder jede Karte im Verein haben oder wie ich hier einfach 10 Spiele machen. Geht ihr einfach in den Offline-Modus, brecht die einfach schnell ab. Ihr seht hier, was ich für die Karten bezahlt habe. Den hier hatte ich auch als Erstbesitzer. Könnt ihr euch aber auch halt für 150 Münzen anbieten. Ist dann auch in Ordnung. Ich habe für das gesamte, also für alle Spieler, ich habe es aufgeschrieben, ich habe 2600 Münzen bezahlt für die Spieler. Wichtig ist aber, ihr müsst dazu noch Verträge anwenden. Das habe ich auch mit einberechnet. Das sind dann nochmal 750 Münzen. Das heißt, man ist ungefähr bei 3300 für die gesamten Spieler und die Verträge, weil die muss man natürlich auch dazu rechnen. Ihr seht hier, für den hier habe ich 500, für den hier 400 bezahlt, 350 für den Kollegen, der hier war teurer, 800. Den hier hatten wir, wie gesagt, im Verein und den hier für 400. Das ist eigentlich auch recht einfach. Ihr könnt da eigentlich alles bauen. Ihr braucht hier einfach vorne einen grünen Link und hier hinten braucht ihr das mit derselben eine Nation einfach. Ihr könnt jetzt auch einfach mit den Stürmern mit derselben Nation machen und dann da hinten hier einen grünen Link. Also das könnt ihr so einfach bauen. Da müsst ihr auch nicht, wie ich hier, die Bundesliga und die zweite Bundesliga nehmen. Wie gesagt, das ist vollkommen egal. Ich zeige euch einfach nur, wie ich es gemacht habe und ob man Profit daraus schlägt. Wie gesagt, wir müssen jetzt noch ungefähr 2600 Münzen aus dem Paket rausbekommen, dass wir auf Null wären. Wir werden das jetzt einlösen und dann werden wir sehen, ob ich Gewinn daraus mache oder nicht. Das Trikot bekommen wir natürlich auch noch. So, das haben wir jetzt. Die 888 Münzen sind da schon abgezogen. So, das Trikot ist in Ordnung. Packen wir den Verein. Und dann schauen wir uns, was das Paket uns gibt. Also, wie gesagt, wenigstens die Münzen rausbekommen wäre in Ordnung. Schauen wir mal, was es uns gibt. Man, Schnuppe sieht nicht so gut aus. Allein wenn wir es abstoßen, würden wir schon Gewinn machen. Also das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Die werde ich jetzt noch nicht verkaufen, weil die sind aktuell relativ niedrig. 100.000, die werde ich behalten. Die könnt ihr aktuell auch noch kaufen. Also könnt ihr nichts falsch machen. So, Wetongen werde ich speichern. Den hier werde ich speichern. Die Verträge werde ich noch speichern und den Rest werde ich ablegen. Aber ihr seht, ich habe jetzt Gewinn daraus gemacht, also ich kann es euch nur empfehlen. Hier heißt ungefähr noch 1000 Münzen müssten wir aus dem Paket rausbekommen. Wir verkaufen die Fitnesskarten, wenn die wieder gestiegen sind. Da bekommen wir 3000 raus. Das heißt, wir haben mindestens 2000 Gewinn gemacht. Dazu haben wir noch Verträge, die wir für meine Spiele anwenden kann. Also, wie gesagt, da könnt ihr nur Gewinn draus machen. Ihr habt es gesehen, selbst wenn ich alles abgestoßen habe, selbst wenn ihr keinen 83er zieht, selbst wenn ihr da nur Müll zieht, bekommt ihr da eure Münzen locker raus. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Macht diese Challenge und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, würde mich freuen. Schaut heute Abend im Stream vorbei. Wir werden heute Abend einen sehr, sehr langen Stream machen. Wir werden unter anderem traden, Abo-Spiele machen, Food Champions spielen. Wie gesagt, kommt da vorbei. Ciao, ciao, bis die Tage.